herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Just Come and Look, It's Easy to Cook. Heute machen wir mal einen Öko-Trip, einen Bio-Trip, und zwar backe ich für euch ein Dinkel-Hirsebrot. Das hat sowas von in sich, es ist quasi ein Superbrot und der Clou ist, man kann es sogar als Toastbrot verwenden. Und zwar geht's auch schon los, like ever, habe ich hier schon mal vorbereitet, 500 Gramm Dinkel-Vollkornmehl. Dazu brauche ich ein Päckchen Frischbackhefe und das wird in warmem Wasser aufgelöst. Und das habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet, indem ich 250 Milliliter Wasser erhitzt habe oder erwärmt. Das ist jetzt leicht warm nur. Und zwar ist der Trick bei Hefe, wenn man nämlich das Wasser erwärmt und die Hefe darin auflöst, muss man die Hefe nicht mehr gehen lassen, beziehungsweise das Brot muss man nicht mehr stundenlang gehen lassen, bevor man es backen kann. Man kann es gleich in den Ofen schieben. Whoopie, Platsch! So, da brauche ich jetzt noch einen Löffel. So, einfach auflösen. Im Hintergrund habe ich schon Hirse gekocht und zwar braucht man da 100 Gramm Hirse. Das kocht man in 300 Millilitern Wasser 10 Minuten. Das ist schön aufquillt und man ist dann fertig, wenn das Wasser verdunstet ist und nur noch die Hirse da liegt. So, das braucht einen kleinen Moment. Was auch ganz wichtig ist, ist Salz. Das hätte ich beinahe vergessen. Und zwar nehme ich da mein Salz, was ich hier hinten versteckt habe. Hinter der Kamera. So. Dann nehme ich mein Kräutersalz aus der Mühle. Da kriege ich so 4-5 Mal, aber ich nehme auch trotzdem noch anderes, weil man da ein bisschen mehr braucht. Also ungefähr so einen Teelöffel. Ich mache jetzt mal Pi mal Daumen. Ich backe das Brot ja jeden Tag. So. Alles gut auflösen. Ja, zu Dinkel kann ich sagen, dass Dinkel quasi das Superkorn ist unter den Körnern oder unter Mehl. Also im Vergleich zum Weizenmehl hat Dinkel super viel Ballaststoffe und es ist reich an den Vitaminen Vitamin A, E, B1, B2 und Niacin. Und das macht es so einzigartig. So, die Hefe ist immer noch nicht aufgelöst, das kann ein bisschen dauern. Und im Gegensatz zu Weizenmehl ist Dinkelmehl oder hat Dinkelmehl komplexe Kohlenhydrate, was somit den Stoffwechsel viel, viel leichter macht für den Körper. Und es ist einfach ein Gesundheitsmehl, sagt man auch. So, die Hefe ist jetzt aufgelöst. Man sagt auch, dass Dinkel die Abwehrkräfte stärkt. Und es ist auch ideal, wenn der Körper übersäuert ist, dass man, wenn man dann vermehrt Dinkelmehl und Dinkelprodukte isst, dass das bei der Übersäuerung hilft. Der Körper wieder ein bisschen mehr basisch wird. So, das hat sich jetzt aufgelöst und das kommt einfach zu dem Mehl. So, das ist alle. Die Hirse ist ja auch schon fertig. Die ist zwar jetzt noch warm oder heiß, es dampft noch, macht aber auch nichts, kann einfach mit rein. Platz, Platz, Platz. So, das war es auch schon an Zutaten. Und jetzt heißt es kneten. Man braucht wirklich keine Brotbackmaschine. Ich hasse diese Dinger, ganz ehrlich gesagt. Dann hat man so einen Riesenkasten zu Hause stehen und wenn das Brot fertig ist, kommt da so ein kleines, hässliches Brot mit einem riesen Loch drin. Also wirklich, wer hat sich so ein Mist nur ausgedacht? So, eigentlich brauche ich nur einen Handschuh, ich ziehe mal beide an. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem Kneten. Da Dinkel ja auch ein bisschen empfindlich ist mit der Verarbeitung braucht man es auch nicht übermäßig lange kneten.
Hier ist es noch ganz schön heiß, ich merke es durch die Handschuhe. Aber wenn man schnell genug knetet, dann geht's. Also wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, dann einfach die Hirse ein bisschen mehr abkühlen lassen. Und man knetet mit einer Hand, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Also man kann einfach so reinkneten, wie ihr wollt. Ich mache es jetzt mal so. Auch meditativ. Also es hat wirklich was Fantastisches. Es ist gesund von Anfang an. Vom Backen übers Essen. Das ist quasi mein täglich Brot jetzt geworden. Und es hilft mir wirklich bei allem. Es ist super gesund. Es hilft beim Stoffwechsel, bei der Verdauung. Wie gesagt, es wirkt der Übersäuerung entgegen. Also es hat nur Vorteile. Und es ist auch nicht teurer, als wenn ihr euer Brot so kauft. Weil das bisschen Mehl und die Hefe, naja, das kostet ja gar nichts. Dinkelvollkornmehl kostet so 1 Kilo 2 Euro und davon könnt ihr 2 Brote machen. Hefe kostet 9 Cent, naja, reden wir nicht drüber. Und Hirse kostet 1 Kilo auch so 2 Euro und da könnt ihr irrsinnig viel Hirse von machen. Also braucht ja immer nur so 100 Gramm pro Brot. Also könnt ihr davon auch 10 Brote backen. Hirse kann man ja auch alleine super gut verwenden. Als Reisersatz, als Couscousersatz zum Beispiel. Man kann es in Suppen machen. Ach, es ist so vielseitig anwendbar. Einfach mal googeln. Jetzt habe ich ungefähr schon so 2 Minuten gelabert und geknetet. Also der Teig, das bleibt jetzt so. Und Dinkel ist dafür bekannt, dass es so gummimäßig ist. So. Das reicht jetzt auch schon, weil besser wird es nicht durch das längere Kneten. Okay, die Hand schon nämlich wieder ausziehen. Und dann geht's auch schon los. Zum Backen nehme ich immer eine ganz normale Kastenform. Ich glaube, die ist so, keine Ahnung, 30 cm lang, egal. Die wird jetzt noch eingeschmiert mit Butter, das ist ganz wichtig. Dann nehme ich einfach einen Küchengrip. Und treibst die Butter an. Ach, hier ist noch so ein Stück. Und damit verteile ich das. Ich habe leider nur so einen kleinen Mini-Backofen. Wenn ihr einen ganz normalen großen Backofen habt, dann könnt ihr sogar 2 Brote auf einmal backen. Und dank der Hirse hält sich das Brot auch sehr, sehr lange frisch. Fetten kann Spaß machen. Frag dich nur was, ne? So. Das hätten wir auch. So, Teig einfüllen. Also das Brot schmeckt super, wenn es frisch natürlich aus dem Ofen kommt. Einen Tag später wird es dann leicht weich, wenn ihr es dann im Backofen einfach weiterhin lagert oder im geschlossenen. Also es muss nicht in den Kühlschrank, um Gottes Willen.
Dann ist es halt wie normales Brot, aber ich liebe es ja halt getoastet und das kann man mit diesem Brot wirklich super machen. Dünne Scheiben schneiden und auf volles Programm den Toaster anschalten und man hat fantastisches Brot. Was ich heute vergessen habe, was man auch noch reinmachen kann, ist Agavensirup. Wenn ihr so drei Spratzer Agavensirup mit reinmacht, dann hat es auch ein bisschen einen süßeren Geschmack und es wird auch dunkler. Dieses Brot wird jetzt nicht so dunkel, hat aber trotzdem alle Nährstoffe, was der Körper braucht. So, so sieht's aus. Und das kommt jetzt bei 180 Grad 60 Minuten in den Ofen. Und bevor ich es vergesse, eine Tasse Wasser muss mit in den Ofen, sonst wird es einfach zu trocken. Wir sehen uns in einer Stunde. So, die Stunde ist um und jetzt ist auch die Stunde der Wahrheit gekommen. Das Brot ist nämlich fertig. Ich hole es mal raus. Tada! So, ich brauche noch ein Brett. Hier mein Brett. So, und da ich ja die Form eingefettet habe, fällt das Brot auch ganz leicht raus. Ganz leicht! Pop, da ist es auch schon. So sieht das Dinkel-Hirsebrot aus, wenn man es eine Stunde backt bei 180 Grad. Und es wird dunkler, wenn man nämlich noch Agavensirup mit reinmacht. Gibt auch einen süßeren Geschmack. Also, Bon Appetit! I see you! I feel you!